Also es ist ja so, dass wir das Re-Earth-Projekt haben und das Re-Earth-Projekt soll im Grunde ein Film sein, der eben in besonderer Weise berührt, dass ich Menschen wieder in die Verbindung mit der Erde, in die Verbindung mit dem Regenwald, in die Verbindung mit der Natur bringe. Und wir werden eben verschiedene Plätze besuchen, wo es halt möglich ist. Und da eben, jetzt fahren wir zum Beispiel als erstes nach Liberia zu Frauen, die den Regenwald schützen und werden sie auch begleiten Toll. auf ihrer Tour durch die Nationalparks, wo sie eben zu Kamerafallen gehen, wo sie auch unbewaffnet mit all ihrer Power der Präsenz gucken, was passiert im Zusammenhang mit einer Forstverwaltung, dann melden, wenn sie Wilderei, Spuren von Wilderei entdeckt haben. Und wir wollen eben unseren Kontakt zu den Indigenen zeigen und aus diesen Dokumentaraufnahmen einen Film basteln. Obwohl ich sehe nicht was Eigenes da drin. Ich hatte ja gesagt, Mutter Erde muss mir den Weg zeigen. Ich muss ihre Sprache verstehen. Und ich möchte nicht jetzt sagen, Bettina macht das tolle Ding, sondern ich weise auf etwas hin, was eigentlich selbstverständlich ist. Zum Beispiel die indigenen Völker, die sind selbstverständlich mit der Erde verbunden. Und ich möchte einfach gern, dass wir wieder das, was für unser Leben bestimmt, mit der Erde verbinden. Zum Ursprung Zum zurückkehren. Ursprung zurück, dass wir wieder mit der Natur verbunden werden, in unserem So-Sein als Mensch.